Hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, Halloween steht vor der Tür. Ihr sucht vielleicht noch nach einer netten Deko, denn dann kann ich euch heute auf jeden Fall weiterhelfen. Ich habe hier von Nemesis Now Sister Mortis. Ist eine Resinskulptur, eine Statue. Wird hier mit einer Größe von 29 cm angegeben. Der Umkarton hat eine Größe von 33,5 in der Höhe, 28,5 in der Breite und 24 cm in der Tiefe. Ja, wie ihr hier an dem Etikett schon erkennen könnt, natürlich ist es eine Anspielung an die Nonne, Conjuring, Valak. Ja, und hier haben sie das Ganze noch ein bisschen weitergeführt. Und zwar seht ihr hier ganz einfach die Nonne als Skelett. Sie hat ihre Kutte an. Zumindest sieht man halt den Kopf, die Büste und euch schaut hier ein grinsender, ein lachender Totenkopf an, was sie rein optisch sehr schön umgesetzt haben. Das auf jeden Fall. Vielleicht kurz was zum Preis. Die Skulptur wird wirklich zu den unterschiedlichsten Preisen angeboten. Das geht ab 40 Euro los, steigert sich dann also 60, 80 Euro. Dafür wird es angeboten. Ist aber viel zu teuer, würde ich niemals bezahlen. Schaut euch um, gerade jetzt kurz vor Halloween findet ihr überraschenderweise sehr günstige Angebote, gerade in Horrorshops etc. Also schaut euch da mal in aller Ruhe um und schnappt euch das günstigste Angebot, falls ihr euch für diese Nonne hier interessiert. Das Ganze kommt, wie schon gesagt, von Nemesis Now. Nemesis Now ist ein englischer Hersteller, der seine Figuren in China produzieren lässt, hat in letzter Zeit massenhaft Lizenzen eingekauft, um auch hier ein bisschen besser an Sammler ranzukommen. Es gibt sehr viele Büsten zu allen möglichen Themen, plus Accessoires, Trinkbecher und so weiter und so fort. Dabei muss ich sagen, finde ich, und das ist nur meine persönliche Meinung, hat aber auch die Qualität, gerade was Drachen, Elfen und Co. angeht, brutals nachgelassen. Tut mir leid, ist wie schon gesagt nur meine Meinung, aber das hat mit den Figuren zu meiner Sammlerhauptzeit, was Resinfiguren angeht, das hat damit nicht mehr viel zu tun. Viele Wiederholungen, wenig neue Ideen und auch was die Umsetzung angeht, ihr seht das Produktbild, dann seht ihr die Figur live und denkt euch, ach du liebe Zeit, ne? Ja, wie das hier bei dieser Nonne geworden ist, so schauen wir uns heute hier in diesem Video an. Das erste, was euch auffällt, wenn ihr die Skulptur oder alleine schon den Karton in die Hand nehmt, ist das Gewicht. Und das Gewicht ist für eine 29 cm Resinfigur viel zu leicht. Das heißt, wir haben es hier definitiv nicht mit einer massiv gegossenen Skulptur zu tun, sondern ja, sorry, das ist Sprühware. Okay, das heißt, es gibt eine Form, wird mit Resin gefüllt oder eingesprüht. Ihr müsst euch das vorstellen wie Schokoladen-Osterhasen und Nikoläuse. Ja, wo Schokolade in die Form kommt, die Form wird gedreht, geschüttelt, bis sich die Schokolade am Rand festsetzt. Das Ganze trocknet und wird dann wieder aus der Form geholt. Innen ist das Ganze hohl. Genauso ist es auch bei diesen Resinskulpturen. Darum, ich sag's nochmal, kauft euch sowas so günstig wie nur möglich. Da das ganze Ding rundum verpackt ist, seht ihr allerdings nicht die Skulptur selbst. Ihr könnt also nur hoffen, dass ihr eine schön bemalte Figur, eine schön bemalte Sister Mortis bekommt, die euch genauso herrlich tot angrinst wie hier auf dem Etikett. Gut, lange Rede, ich werde den Karton ganz schnell öffnen und das Ganze hier rausholen. Ja, ihr seht hier den geöffneten Karton. Uns empfängt Styropor und das ist sehr billiges Styropor, das erkennt ihr daran. Sobald da irgendwelche feine Härchen nach oben stehen, dann ist es absolut weiches, billig zusammengerotztes Styropor. Ja, das spricht für mich dann auch schon wieder Bände. Die Figur ist auch nicht rundum in einem Styroporklotz gesichert, sondern wir haben nur oben Styropor und unten Styropor. Der Rest drumherum ist lauter gute englische Luft. Oder in diesem Fall chinesische. Ne? Darum, ich heb das hier mal an. Ja, ihr seht schon, that's all. Das ist alles, da steckt der Kopf drin. Das meine ich, diese Fäden. Wenn ihr das seht, dann ist es das billigste Styropor, was es gibt. Okay, aber Styropor nach wie vor immer noch die sicherste Art, Resinskulpturen zu verschicken. Besser als jeder andere Kunststoff. Okay,
Ja, ein Blick in den Karton zeigt, wir haben hier die Nonne nur noch in Folie verpackt. Links, rechts, rundherum ist nichts mit Styropor geschützt, nur oben und unten. Ja, also auch das spricht wirklich Bände. Es ist das Billigste vom Billigen. Jetzt hole ich die Gute hier mal raus. So, vorsichtig. Ja, sehr schön. Und so sieht ihr das. Unten ist nur noch ein Gegenstyroporstückchen und das war's dann auch schon. Hier steht die Nonne drin. Dann stelle ich sie hier mal auf den Tisch. Wie es aussieht, sieht's gut aus. Es ist nichts beschädigt, ist heile angekommen. Und ihr seht schon den grinsenden Schädel. Wunderbar, Sister Mortis, so sieht sie aus. Jetzt werde ich die Tüte noch ganz schnell hier entfernen. Okay, und die Gute hier rausholen. Wie schon gesagt, sie ist absolut hohl. Hier unten haben wir noch einen Aufkleber drauf. Produktnummer Sister Mortis, 29 cm. Okay, kein Unterbodenschutz drauf, gar nichts, nur Nemesis Now Aufkleber, das ist alles. Ja, nicht gut, normalerweise gehört hier wenigstens noch Filznoppen drunter, damit es euren Schrank oder Vitrine, wo auch immer ihr das Ding hier aufstellt, ein bisschen schont. Ja, also extrem billig. So, ihr hört es auch, wenn ich hier klopfe, das ist so dermaßen hohl, hohler geht's gar nicht. Oje. Oh je, ich sag ja, Sprühware, ne? Aber, ich ändere ein bisschen mal die Perspektive. Das ist klasse, das ist richtig gut. Das ist einfach bemalt, aber es ist effektvoll bemalt, kommt richtig gut. Die Augenhöhle, die Nase, den Mund haben sie natürlich nur mit Schwarz bemalt, ist klar. Die Zähne sind eigentlich fast zu schön. Schade, dass die Zähne hier vorne auch stumpf zulaufen. Also nicht ein bisschen spitzer sind. Auch das ist leider Gottes sehr billig. Wo sind die schönen Details, die man früher gesehen hat bei euren Skulpturen? Ja, das ist ein bisschen grob. Das Ding ist klasse. Das ist ein Eyecatcher. Definitiv. Aber das sind halt so Sachen, ja, ja, das ist schade. Das kann man anders nicht sagen. Aber das Ding hat schon seine Wirkung. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Ja, ist jetzt hier natürlich schwarzer Hintergrund, das heißt, ihr seht die Robe, die Kutte nicht ganz so gut. So seht das besser, wenn ein bisschen Licht drauf fällt. Das kommt schon gut, würde ich mal sagen. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Eyecatcher. Da kann man Spaß dran haben und das nicht nur zu Halloween. Ne? Vor allem, ihr seht auch schon das Kreuz nicht ganz richtig rum. Ja, je nachdem, wie man sieht, ne? Von dem her. So, und das allererste, was ich tue, bevor wir die Figur besprechen, sind einige Filznoppen hier an die Unterseite unserer Nonne hier anzubringen. Die Filznoppen kriegt ihr in jedem Baumarkt auf dem 1 Euro Krabbeltisch in unterschiedlichen Größen. Sogar hier ganze Platten, wo ihr euch Sachen rausschneiden könnt. Ja, und das sollte man auf jeden Fall auf die Unterseite dran machen. Das tue ich jetzt, denn ich will mir hier nicht meinen wunderbaren Tisch verkratzen. Ja. Und exakt so schaut es dann aus. Ihr könnt auch kleinere hinmachen, vollkommen egal. Aber das schont halt euren Tisch, eure Auflage, wo auch immer ihr das draufstellt. Ihr könnt es drehen, machen und tun. Es passiert hier gar nichts. Ihr hört's, es verkratzt überhaupt gar nichts. So muss es sein. Wenn es Nemesis Now nicht macht, ja, dann muss man es halt selber machen. So, dann schauen wir uns doch den Kopf mal aus der Nähe an. Die Nonne hat nichts mit der Nonne aus dem Conjuring-Universum zu tun, aber das hier finde ich wirklich eine super Idee, ist klasse. Da kannst du dich wirklich als Sammler, als Gothic-Fan drauf freuen. Also das sieht wirklich klasse aus. Und ich sage es nochmal, die Bemalung hier am Kopf, also ich habe hier echt eine schöne Figur erwischt, ist besser, kommt besser als auf dem Produktbild. Das kann man anders gar nicht sagen. Wie schon gesagt, die Augenhöhlen haben sie mit Schwarz bemalt, genauso wie die Nase, genauso wie den Mund. Sie haben exakt genau das gleiche Schwarz verwendet, was man auch für die Kutte, für den Umhang genommen hat. Was mir gut gefällt, es ist ein blasses Schwarz, ist kein Hochglanzschwarz. Es sieht wirklich ja, aus wie Stoff. Es hat so einen leichten Stoffglanz, das ist schon okay. Auch die Falten, wie das Ganze hier läuft, ist gut. Dann sieht man auch hier vorne eine Naht. Und hier sieht man, dass dann die Falten hier aus entsprechend ein bisschen verlaufen. Auch das, finde ich, haben sie gut gemacht. Nicht ganz so schön sind tatsächlich solche Verarbeitungsstellen. Hier und da fühlt sich das etwas rauer an. Grob ist halt Billigguss, ne? Genauso wie einige Blasen, die man hier entdecken kann. Ne? Gerade so an dieser Stelle. Seht ihr das? Ich weiß nicht, wie gut es kommt. Wenn du hochwertige Resinskulpturen kennst, dann weißt du, das sollte man eigentlich nicht sehen. Ja? Genauso diese Stellen,
was die Verarbeitung angeht. Sieht immer aus, als wäre da Staub drauf, ist es aber nicht. Es sind winzig kleine Hübbels, die man hier sehen kann. Dann wurden hier auch Sachen verschliffen, das sieht man im Nachhinein. Seht ihr das, diese Schlieren? Auch das ist jetzt nicht unbedingt Standard für hochwertige Skulpturen. Ja, ich möchte es hier nur mal anmerken. Und hier so diese Stellen, das findet ihr bei hochwertigen Güssen tatsächlich nicht. Ne? Oder sowas hier. Ein absolutes No-Go, wenn ihr mich fragt. Darum so günstig wie nur irgend möglich. Ja? Nicht zu viel dafür ausgeben. Bemalt wurde das Schwarz wirklich flächig. Es blitzt kein Weiß drunter durch. Das ist klasse. Auch hier sieht man wieder den Rand. Hier haben sie so angedeutet, als ob es hier vernäht worden wäre. Ne? Man sieht, wie das wunderbare Falten hier wirft. Das wurde echt gut skulpturiert. Überhaupt die Skulptur. Props an den Skulpteur, hat er klasse gemacht. Gerade die Proportion von dem Schädel. Das passt schon alles. Das kann man wirklich anschauen. Ist eine tolle Idee. Nach wie vor. Dann hier die Kopfbedeckung tief ins Gesicht gezogen. Auch hier sieht man ein paar nette Falten. Man hat das Gefühl, hier wurde teilweise auch noch ein bisschen ganz zart schwarz gesprüht, damit es einfach noch ein bisschen deutlicher wird. Kann aber auch sein, das kommt von dem Schwarz hier am Rand, beziehungsweise von der Airbrush-Arbeit hier am Kopf. Ja, man hat, wie schon gesagt, für die Augenhöhlen genau das gleiche Schwarz, den gleichen Ton genommen wie hier. Hätte gern noch ein bisschen dunkler werden können. Hat so einen leichten Satin-Glanz. Ja, wäre es dunkler, hätte man den Eindruck von mehr Tiefe. Man hätte es davon mal abgesehen auch etwas tiefer skulpturieren können. Ja, dann seht ihr hier am Auge zum Beispiel auch einen schwarzen Klecks hier an dieser Stelle. Kommt es rüber? Kann man das sehen? Hier ist so ein kleiner schwarzer Farbklecks. Sollte eigentlich auch nicht sein. Aber komm, es ist okay. Ich sag's doch mal. Ich glaube, ich habe hier echt eine super schöne Umsetzung gekriegt. Dann den Knochenton. Den, finde ich, haben sie gut gewählt. Ist so eine Cremefarbe oder Sandfarben. Etwas dunkler hier in den Vertiefungen. Das Ganze hat auch einen leichten Wash bekommen, wie man sehen kann, damit es einfach ein bisschen in die Falten sitzt. Oder in die Knochenvertiefungen, damit es alles noch ein bisschen derber rauskommt. Man hat hier auch seitlich die Vertiefungen nicht vergessen an diesem Schädel. Das Ganze wirkt hier gut skulpturiert. Auch hier an der Nase, das hätte man ebenfalls etwas tiefer skulpturieren können, damit es nicht nur durch die Farbe die Optik bekommt. Die Zähne, ja, die hätte ich tatsächlich ein bisschen in einer anderen Farbe, in einer helleren Farbe bemalt. Halt eher in einer Zahnfarbe und nicht einfach nur die gleiche Farbe komplett über den ganzen Schädel hier gezogen, inklusive Zähne. Ja, also das hat man hier verpasst. Ich finde es gut, wie der Wash ein bisschen dazwischen sitzt. So wirkt es alles ein bisschen tiefer, die Zähne etc. Das ist schon richtig gut. Schade, sage ich nochmal, hier an den unteren Zähnen, dass die Zähne eigentlich rundherum genauso dick sind wie die Backenzähne. Ja? Also die hätten vorne eigentlich etwas schmaler laufen dürfen. Ich meine, sind immerhin Schneidezähne. Ja? Genauso ist es auch oben. Wenn ich das Ganze mal drehe, ihr seht, das läuft halt einmal gleich dick drumrum. Ich meine, du guckst es schätzungsweise fast nie von unten an, aber ich wollte es einfach nur mal gezeigt haben. Ja, die Zähne sind ziemlich gleich. Hätte ich tatsächlich vorne etwas schmäler, spitzer zulaufen lassen, nicht ganz so dick wie die Backenzähne hinten, okay? Ansonsten hier auch alles mit Schwarz bemalt, damit es halt entsprechend eine Tiefe kriegt. Ist aber alles gut gemacht, so gut man es halt machen kann. Man sieht hier, wo der Knochen anfängt, das weiße Tuch, ja, nichts verschmiert, das haben sie schön gemacht. Wirkt alles ganz leicht schmutzig, aber nicht dreckig und nicht verschmiert. Ich sag's ja nochmal, ne? Schön geworden. Auch hier unten am Kinn ebenfalls die zwei Vertiefungen zu sehen. Wie das Ganze hier zu den Zähnen hinläuft, ist auch sehr, sehr, sehr gut skulpturiert. Ist klasse. Dann hier auch ein paar Vertiefungen noch im Kiefer zu sehen. Auch hier sitzt wunderbar der Wash drin. Also das, finde ich, kann man alles angucken. Ja, und dann halt, ich weiß gerade nicht, wie dieses weiße Tuch hier heißt, wie man das benennt, wo sich dann um den Hals zieht. Ne, auch hier sieht man noch überall so angedeutete leichte Nähte, wie so ein Halsband, damit es einfach dichter am Hals anliegt. Die Falten wurden schön natürlich skulpturiert, ist klasse. Ja, dann haben wir hier noch die Kette. Die Kette wurde hier etwas erhaben skulpturiert. Ihr könnt sehen. Und ja, es wurde halt auch nur oben mit diesem Schwarz drüber bemalt und nicht seitlich. Seht ihr das? Seitlich seht ihr die Kette, die etwas
hoch steht und da hat man halt gar nichts bemalt. Kann man auch selber drüber gehen, wenn man es möchte, ist aber nicht nötig. Dann wirkt die Kette ein bisschen zu dick, zu massiv und erschlägt dieses feine Kreuz. Von dem her ist es schon okay, dass sie nur oben drüber sind mit diesem Schwarz. Das sieht gliedrig aus, das ist absolut okay. Dann sieht man hier das auf dem Kopf stehende Kreuz. Das haben sie hier außenrum mit Silber bemalt, in der Mitte mit Schwarz. Und das ist auch absolut okay. Auch im Brustbereich nicht übertrieben skulpturiert. Die Falten wirken alle wunderbar. Die Innenseite auch noch ganz leichte Falten zu sehen. Und auch hier die angedeutete Naht, wo das Ganze vernäht wurde. Ja, es zieht sich hier auch rundherum, geht sogar hier oben weiter. Oh, seht ihr das? Hier wurde Schwarz zum Beispiel auf das Weiß drauf gesprüht. Man hat also die Augen nicht schwarz bemalt wie die Nase, sondern die Augen haben sie tatsächlich schwarz besprüht. Da musst du dich schon wundern, dass es nicht mehr Sprühnebel gegeben hat. Ne? Hier die Naht zieht sich auch hier oben rundherum und ihr seht seitlich an den Augen, seht ihr den schwarzen Sprühnebel. Okay, das sollte so nicht sein. Dann, auch hier am Rand seht ihr, dass das Schwarz von der Kutte hier ein bisschen übermalt wurde. Hat also keinen sauberen Abschluss. Ne? Überall hier ein paar Flecken. Aber nochmal, ich finde bei meiner Figur hier geht es. Ich gehe mal ein bisschen hoch mit der Kamera. Ne? Es läuft hier einigermaßen sauber rum. Das ist schon okay. Also ich bin wirklich zufrieden mit meiner Sister Mortis. Da kann ich überhaupt gar nicht meckern. Super Deko-Teil, nicht nur zu Halloween, wenn ihr Gothic mögt, wenn ihr die Nonne mögt, was jetzt hier mit dem Film eigentlich nichts zu tun hat, passt es super dazu, ist klasse. Ist herrlich makaber mit dem leicht geöffneten Mund hier und alles in allem in Ordnung verarbeitet. Ja, es ist kein Meisterwerk der Bemalung, ja, was die Skulptur an für sich angeht, Props an den Künstler, die Künstlerin, wer auch immer das hier geschaffen hat, ist klasse geworden. Ich mache mir meine Lampen bisschen auf die Seite, boah, das Weiß wird hier so hell, dass ihr gar keine Falten mehr seht, ne? Ja, also ich lasse die Nonne hier jetzt noch in 360 Grad drehen, könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Was die Größe angeht mit 29 cm geht auch absolut okay, ja? Wie schon gesagt, das Ganze aus Resin ist ein Hohlguss, hat keine Filznoppen, keinen Bodenschutz. Also macht es bitte hin, damit ihr nicht euren Tisch, euren Schrank oder eure Vitrine verkratzt, wo auch immer ihr das hier aufstellen wollt. Ansonsten ist das echt eine schöne Sammlerskultur. Gebt nicht zu viel dafür aus, dann habt ihr ein tolles Teil, wie ich finde. Ne? Alles natürlich nur meine Meinung. Ja, ich habe noch mehr von Nemesis Now da. Ich sag nur Gremlins, die werden wir uns auch anschauen. Passen ja wieder wunderbar Richtung Weihnachten oder das ganze Jahr, vollkommen egal. Die werden wir uns auch noch anschauen, die Tage. Ja, dann würde ich sagen, bin ich hier raus. Ich wünsche euch jetzt schon ein schönes, ein gruseliges, absolut vergnügliches Halloween, wie auch immer ihr eure Wohnung gestaltet. Und wenn ihr dann so ein Deko-Teil hier habt, ja, super. Besser kann es ja gar nicht werden. Ja, von mir kriegt es eine absolute Empfehlung. Däumchen hoch, auf jeden Fall. Nicht zu viel erwarten und nicht zu viel dafür ausgeben. Okay? Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Noch viel Spaß beim 360-Grad-Dreh. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay.